alle miteinander. Danke, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen Zeit mit uns hier in unserem Webinar zum Thema LKSG, das Lieferkettengesetz für den Mittelstand leicht gemacht, organisatorische Standortbestimmung und Risikoanalyse mit Prevev und Klöpfe Consulting verbringen. Als Referenten haben wir heute Dr. Stefan Hofstetter, Partner für die Schweiz bei Klöpfe Consulting und in ein paar Minuten auch noch Miriam Jonas, die gleich noch zu uns stößt, unser Head of SME bei Prewave. Bevor wir da jetzt starten, möchte ich noch kurz was Organisatorisches loswerden. Für aufkommende Fragen bitte das Q&A-Feature verwenden. Das finden Sie mittig unten in der Leiste. Bitte nicht den Chat verwenden, dass die Fragen werden wahrscheinlich nicht gesehen. Ich werde jetzt kurz gleich die Präsentation teilen und dann gebe ich auch gleich an dich weiter, Stefan. Ja, gerne. Und Also schon mal meinerseits, ne, herzlich willkommen zum Webinar zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, LKSG. Und wir würden mit einer Seite starten. Jetzt kann man es nochmals, das ist die letzte Seite. Moment. Und ganz nach vorne. Genau, jetzt. Ja, genau, da haben wir die Hallo erste Seite. Miriam. Ja, hallo Miriam. Klasse, sind wir auch komplett, oder? Wir wollen gleich loslegen. Ja. Ich glaube, auf den ersten zwei Folien wollen wir kurz die beiden Firmen vorstellen. Meinerseits von Klöpfer Consulting. Ich bin verantwortlich für die Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen bei mittelständischen Klienten in DACH. Bin sehr viel in Deutschland unterwegs, auch in der Schweiz. Selber wohne ich in der Schweiz. Vielleicht die erste Seite, da haben wir ein kurzes Chart zu Klöpfer. Nina, mal eine Seite weiter. Na. Genau. Ja, einfach ganz kurz zwei Sätze zu uns. Wir sind ein Dienstleister rund um das Thema Einkauf mit rund 250 Kolleginnen und Kollegen in DACH. Und wir haben auch ein Zentrum in Nitra in der Slowakei. Das sind auch 50 Leute, die dort Dienstleistungen erbringen. Wir haben schon über 1000 Projekte durchgeführt. Und dann sehen Sie die verschiedenen Logos, alles attraktive mittelständische Unternehmen. Ja, wir sind umsetzungsorientiert und LKSG-Beratung ist ein Teilprodukt, was wir seit rund einem Jahr mit anbieten. Das werde ich nachher noch im Detail vorstellen. Ja, unser Hauptfokus vom Unternehmen ist die Optimierung der Beschaffungskosten. Natürlich jetzt auch in den letzten 2 Jahren ging es sehr stark um Verfügbarkeiten, wo wir auch den ein oder den anderen Terminjäger vor Ort eingesetzt haben. Soweit in aller Kürze Klöpfer Consulting. Gut, dann darf ich auch ein bisschen was vorstellen. Sorry für die Verspätung, war noch ein Termin vorher, Notfall. Miriam, du müsstest nochmals kurz den Namen ändern bei deinem Foto. So. Miriam Jonas kommt ein falscher Name. Das ist wahrscheinlich schon gemacht Und worden. habe ich da einen Doppelgängerin? Schon erledigt. Jawohl, Miriam Jonas, perfekt. Genau. Ja, wurde ich schon vorgestellt? Darf ich mich noch vorstellen? Du wurdest schon vorgestellt, aber stell dich gerne nochmal selber vor. Du kannst es am besten. Nein, wenn ich eh schon vorgestellt worden bin, ganz kurz Miriam Jonas und bin Teil der Prewave Crew. Genau. Und darf heute ein bisschen was auch zu Prewave selber erzählen. Zu uns selber. Wir sind eine Firma in Wien, gegründet 2017, basierend auf einer Doktorarbeit von der Lisa Smith. Die Lisa ist eine Co-Founderin. Lisa und Harald haben zusammen die Firma gegründet damals. Und ja, auf Basis dieser Doktorarbeit. Und ja, wir sind mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter, das heißt sehr, sehr stark auch gewachsen. Unser Ursprung war damals auch im Automobilbereich. Mittlerweile sind wir doch sehr, sehr breit aufgestellt, auch weltweit vertreten. Das heißt, wir haben durchaus den ein oder anderen Kunden natürlich jetzt in Deutschland, weil es das Thema gerade auch spannend ist, aber natürlich auch in Österreich im Dachraum, aber auch weltweit vertreten, mit den Lieferanten, mit den Kunden selber.
Gut. Ja, dann würde ich übernehmen, Miriam, kurz ein Hinweis auf die Treiber. Ja, was bringt die Unternehmen dazu, sich besser aufzustellen, wenn es darum geht, diese Sorgfaltspflichten aus zum Beispiel Lieferkettengesetz zu optimieren? Ja, das sind da auch Investoren, die haben die sogenannten ESG-Anlagekriterien, Environment, Social and Governance. Also die Investoren schauen darauf, welche Unternehmen sind nachhaltig aufgestellt, sind dort eher bereit zu investieren. In Deutschland haben wir das Lieferkettengesetz, was jetzt für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter schon geht, dann nächstes Jahr ab 1.000. Und in Europa überlegt man, das auch für Unternehmen ab 250 Mitarbeiter einzuführen. Die Schweizer unter den Zuhörern, die kennen sicher die Volksinitiative und die Volksabstimmung, die es gab zur Konzernverantwortungsinitiative. Und die wurde abgelehnt, ist am Ständemehr gescheitert. Aber da gibt es jetzt eine Verordnung, ein kleiner Gesetzestext und eine längere Verordnung, wo auch Sorgfaltspflichten eingeführt werden. Hier geht es vor allem um Konfliktmineralien und es geht dort auch um die Arbeitsrechte, Menschenrechte. Das Lieferkettengesetz in Deutschland, das hat ja den Fokus auf Menschenrechte, Arbeitsrechte und Umweltstandards. Dann gibt es sehr viele weitere Initiativen, alle in der Bemühung natürlich zum Beispiel klimaneutral zu werden und auch über das Verhalten der Unternehmen zu berichten, was sie tun in der Lieferkette, bei sich selber und in der Lieferkette bezogen auf Umweltstandards, auf Menschenrechte. Jetzt hier haben wir so ein bisschen ein Pfad dargestellt Richtung nachhaltige Beschaffung und deren starten wir in der Regel mit einem Health-Check, mit aus externer Perspektive eine Standortbestimmung zu machen, zu bestimmen, wie gut ist man organisatorisch bereits vorbereitet. Im ersten Schritt für die Sorgfaltspflichten, für die Anforderungen aus dem LKSG. Und später dann auch, wenn es Richtung Nachhaltigkeit geht, beispielsweise nachhaltige Warengruppenstrategien. Dazwischen sind zwei ganz wichtige Themen, bei denen wir auch mit Privat zusammenarbeiten. Ja, wie führt man schlank, möglichst automatisiert und schmerzlos eine Risikoanalyse bei den unmittelbaren Lieferanten durch? Und in den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, dass auch ein tiefer Blick in die Lieferketten sehr stark hilft, sei das wegen Gasversorgung, sei das wegen Unterbrückenlieferkette. Und das kann man jetzt auch nutzen, um auch dort wirklich genau hinzuschauen, inwieweit werden Sorgfaltspflichten aus dem Lieferkettengesetz erfüllt. Wir helfen dann den Unternehmen auch, ihre Warengruppenstrategien noch stärker auszurichten, beispielsweise auf recycelbares Verpackungsmaterial oder Recyclate in Kunststoffen, ja, möglichst umweltgerecht, möglichst mit einem geringeren CO2-Footprint. Wir wissen alle, dass Scope 3 Emissionen natürlich der Hauptaspekt sind, wenn es um CO2-Footprint geht. Und das sind 80-90% findet in der Lieferkette bis hin zu den Bauern oder der Mine statt. Und dort werden wir in Zukunft auch noch mehr Lieferantengespräche führen, um gemeinsam festzulegen, wie man den Footprint optimieren kann. Also ist hier ein Pfad zur nachhaltigen Beschaffung dargestellt und im ersten Schritt der Health-Check plus die Ausrichtung auf die Anforderungen aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das LKSG, das gibt für etwa 9 Sorgfaltspflichten vor, die Unternehmen umsetzen sollen, ob sie jetzt direkt oder indirekt betroffen sind. Die Unternehmen bemühen sich, diese Themen bei sich umzusetzen. Wenn man das ein bisschen zuordnet, dann ist das erste eine Grundsatzerklärung. Das ist eher eine strategische Ausrichtung. Also die Unternehmen verpflichten sich in einer kurzen Erklärung, tatsächlich diese Inhalte auch so zu leben und umzusetzen. Beispielsweise eben die Umweltstandards einzuhalten, die Menschenrechte einzuhalten und viele andere diese Aspekte. Und das wird in der Regel in einer kurzen Grundsatzerklärung formuliert, im Internet auch publiziert. Und die Unternehmen können das auch direkt den Lieferanten zur Verfügung stellen.
Organisatorisch geht es darum, dass jemand die Fahne hochhalten muss. Also er muss für das Compliance, für die Einhaltung der Anforderungen gerade stehen und sich auch einen Teil seiner Arbeitszeit damit tatsächlich kümmern und die Dinge umsetzen. Sogenannte Risikobeauftragte, Menschenrechtsbeauftragte oder Compliance-Verantwortliche, der ist im Unternehmen zu benennen. Dann braucht es natürlich auch Ressourcen im Einkauf, weil ja viele Gespräche auch mit Lieferanten stattfinden. So, man muss überlegen, wer das macht, wie man das im Einkauf umsetzen kann, allenfalls auf externe Unterstützung zurückgreifen. Ein ganz wichtiger Aspekt und eine wichtige Sorgfaltspflicht ist Risikomanagement. Es geht eher um Prozesse, es geht um risikobasiertes Denken und Handeln in verschiedenen Prozessen. Das heißt, Risikomanagement ist in die Prozesse zu integrieren. Und viele Unternehmen haben das eigentlich auch schon eingeführt. Jetzt geht es darum, zu klären, sind die relevanten Aspekte alle bereits abgedeckt und muss Risikomanagement noch ergänzt werden. Eine große Herausforderung sind die Risikoanalysen bei den direkten, also unmittelbaren Lieferanten, natürlich auch im eigenen Unternehmen, aber jetzt einkaufsbezogen, durch, vor allem auch bei den unmittelbaren Lieferanten. Wie soll man das machen? Sind jetzt dann nur die kritischen und strategischen Lieferanten anzuschreiben, zu beurteilen? Oder gibt es da nicht raffiniertere Methoden, wie man eigentlich die Mehrheit der Lieferanten, vor allem der Produktionslieferanten, sehr schlank und mit wenig Aufwand durch einen Risikofilter lassen kann. Es geht um Präventionsmaßnahmen. Also Präventionsmaßnahmen haben auch organisatorische Aspekte. Beispielsweise bei der Auswahl von Lieferanten geht es darum, dass man diese Nachhaltigkeitskriterien mit beurteilt. Ja, werden Umweltstandards eingehalten? Wenn zum Beispiel Oberflächenbearbeitung ist, ist da 14.001 eingeführt oder bei anderen Themen, welche Anforderungen sind genau zu definieren und entsprechend zum Beispiel bei der Auswahl der Lieferanten mit zu berücksichtigen. Gibt es Hinweise auf Verletzungen von Sorgfaltspflichten, also auch Umweltstandards oder Menschenrechte, Arbeitsrechte, die verletzt werden, muss man natürlich entsprechende Abhilfemaßnahmen definieren. Das ist auch eine Anforderung im Lieferkettengesetz. Das da genau festzulegen, ja, wie geht man vor, welche Maßnahmen sind zu machen, zum Beispiel ein Audit zu machen, ist eine Vereinbarung zu schließen, sind Maßnahmen den Lieferanten zu definieren. Die kann man so mit Excel machen oder die kann man natürlich auch über eine Plattform entsprechend nachhalten. Dann gibt es eine weitere Anforderung, nämlich ein Beschwerdeverfahren. Da geht es darum, dass Mitarbeiter im Unternehmen, aber auch in der Lieferkette und weitere die Möglichkeit haben, praktisch über einen Whistleblower Briefkasten etwas zu melden, was sie für nicht konform mit den Anforderungen aus dem Gesetz erachten. Und das Unternehmen muss sich genau überlegen, wie gehen sie damit um. Erstens mal, wer ist der Empfänger dieses Briefkastens? Ist das Compliance-Person, was ideal wäre und kann entsprechend anonym, ja, und vertraulich, vor allem vertraulich bearbeiten und mit der Person Kontakt aufnehmen und den Sachverhalt klären. Also der Prozess ist zu definieren. Systeme und Methoden. Hier geht es insbesondere darum, festzulegen, braucht es weitere Systeme, eine Plattform für eine Risikoanalyse, wie man das mit dem Excel machen oder doch lieber sehr modern, digital automatisiert. Herausforderung ist immer auch das Thema unmittelbare Lieferanten. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Hier geht es natürlich eben die Risikoanalyse bei den direkten Lieferanten. Die mittelbaren Lieferanten, ja, das sind also die Lieferanten, die tiefer in der Lieferkette sind, muss man auch überlegen, wie kann man auf die zugreifen. Dort ist beispielsweise ein Ansatz über eine Branche, dass Unternehmen sich branchenmäßig zusammentun und entsprechend Lieferanten in der Lieferkette zum Beispiel auditieren lassen und das Audit gilt dann für alle. Also da gibt es verschiedene Ansätze, ist natürlich da ein bisschen die Herausforderung, wie kann man wirklich diese mittelbaren Lieferanten auch beeinflussen.
Das ist auch eine Anforderung. Also man muss klären, hat man überhaupt einen Einfluss auf diese Lieferanten? Sind die wesentlich? Erst dann ist man auch verpflichtet, entsprechend an fast bei Verdachten mal nachzuschauen, Plausibilitätscheck zu machen. Dass die letzten zwei Anforderungen geht es darum, dass insbesondere das Risikomanagement, wie man jetzt das macht, und Risikoanalyse, dass man dokumentiert, wie geht man konkret vor. Und die Unternehmen müssen dann auch jährlich einen Bericht erstatten, wie viele Lieferanten wurden gescreent, bei welchen Lieferanten oder bei wie vielen Lieferanten wurden gewisse Risiken entdeckt, welche Maßnahmen wurden gemacht. Und da gibt es eine Kurzversion in der Handreichung vom entsprechenden Amt. Oder es gibt eine längere Version, wenn tatsächliche Risiken auftreten. Auch das kann man über eine Plattform sehr elegant machen. Was wir diskutieren diese verschiedenen Themen und können dann dem Unternehmen sagen, ja, wo stehen Sie ungefähr im Reifegrad und mit welchen Maßnahmen können wir gemeinsam, zum Beispiel mit Prüfreif, auch den Lieferanten in die Lage versetzen, voll die Anforderungen zu erfüllen. Haben noch eine Seite, wo wir kurz so einen Health-Checker darstellen. Also was wir zur Verfügung stellen, wir haben Checklisten und gehen die Sorgfaltspflichten durch und klären gemeinsam mit unseren Klienten, ja, was ist tatsächlich vorgeschrieben im Gesetz, wie kann man diese Anforderungen erfüllen, was davon hat man erfüllt, was gibt es für Lösungsansätze, wie machen es andere Unternehmen, was ist Best Practice und können dann entsprechend ganz konkrete Maßnahmen definieren. Also die Unternehmen sind, die Klienten sind jeweils begeistert, wenn sie sagen, jetzt haben wir besser verstanden, was überhaupt im Gesetz gefordert ist und können so dann auch relativ eigenständig weitere Dinge machen oder punktuell oder je nachdem auch uns weiter einbeziehen. In der Mitte sieht man nochmals die Bewertung für die verschiedenen Sorgfaltspflichten und rechts sind dann ganz konkrete Beispiele, um die entsprechend geht. In der Umsetzung zum Beispiel formulieren wir mit einem Supplier Code of Conduct, führen den ein mit den Lieferanten oder helfen mit das Risikomanagement weiterzuentwickeln. Ja, die verschiedenen Aspekte. Dann, bevor ich der Miriam weitergebe, nochmals kurz zusammenfassend. Also wir sind da aus einer externen Perspektive im Rahmen von einem Health-Check. Da geht im Regel sind das ein bis zwei Tage fort, gemeinsam mit dem Unternehmen als externer Sparring-Partner die verschiedenen Themen durchzubesprechen, die Gaps zu identifizieren, Lösungsansätze zu diskutieren und gemeinsam Aktionen Roadmap zu definieren. Und anschließend können wir bei ausgewählten Maßnahmen tatsächlich mithelfen, beispielsweise Prozessdokumente zu ergänzen oder verschiedene Dinge wie zum Beispiel Supply Code of Conduct tatsächlich zu formulieren, mithelfen, den auszurollen. Ja, das große Thema, wo die Unternehmen sich überlegen, wie sie das machen, das ist sicherlich die ganze Risikoanalyse, abstrakte Risikoanalyse. Und da würde ich gerne die Miriam das übergeben. Sie kann aus der Sicht von Prüfreif darstellen. Sie bieten, also wir empfehlen insbesondere so mit Plattformen zusammenzuarbeiten. Miriam. Alles klar, super. Vielen lieben Dank. Ja, da ist ja einiges, was man im Vorhinein auch bedenken sollte und was man im Hinterkopf auch haben sollte, wenn man sich auf so etwas einlässt. Wie gehen wir das aus der praktischen Sicht dann in der Software auch an? Du kannst schon eine nächste Slide kurz, also nächste kurz weitergeben, dass man auch den Rest noch sieht. Weiter? Nee, genau. Das heißt, nein? Ja. Genau. Wie gehen wir das Ganze aus der praktischen Sicht an? Das heißt, in dem Moment, wo wir wissen, und damit fängt das Ganze auch an, in dem Moment, wo wir wissen, wer die direkten Lieferanten sind, also die sogenannten Tier-1-Lieferanten, können wir den gesamten Prozess starten. Wie wird das gemacht? Am Anfang wird eine Excel-Liste ausgefüllt oder ein Auszug aus SAP oder was auch immer genommen. Auf jeden Fall wird am Anfang eine Liste erstellt mit den direkten Lieferanten. Da braucht man Informationen wie zum Beispiel die Adresse des Lieferanten, wo ist der stationiert und dergleichen. Und brauchen dann zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Spend-Daten, also wie ist die Abhängigkeit zum Lieferanten und natürlich auch Kontaktdaten.
Mit diesen Informationen starten wir in den Prozess, erstellen eine komplette Umgebung in Prewave mit Live-Daten und können schon die ersten Risiken identifizieren. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz auch immer LKSG genannt, ist da sehr speziell. Da geht es ganz speziell um Umweltrechte und Menschenrechte. Und das heißt, wir identifizieren zu allen Lieferanten und auch zu den eigenen Geschäftsbereichen die verschiedensten Risiken und sortieren das Ganze. Wir gehen dann in den Punkt 2 in die Evaluierung und Priorisierung. Das heißt, wir kümmern uns um die Spitze des Eisberges. Wir veranschaulichen, um welche Lieferanten muss ich mich kümmern, wer hat die meisten Risikobereitschaften im Handel und im Tun, wo gibt es Diskrepanzen, wo muss ich mich drum kümmern. Wichtig ist, Schritt 1 und Schritt 2 sind vollautomatisiert. Das heißt, als Kunde muss ich mich nicht um diese beiden Bereiche kümmern. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Liste abgegeben habe, dass ich sage, okay, das sind meine direkten Lieferanten und auch den Fokus genannt, eben LKSG, passiert Schritt 1 und Schritt 2 vollautomatisch. Wo ich dann als Kunde wieder ins Spiel komme, ist eben der Bereich Maßnahmenplan. Und das ist das eben, was der Stefan ja auch schon mehrmals erwähnt hat. Da sollte man sich im Vorhinein einfach sehr viele Gedanken machen, wie möchte ich mit diesen Maßnahmen auch einhergehen. Welche Eskalationsstufen möchte ich haben? Was soll wie folgen? Und wie möchte ich das im System auch darstellen, damit ich möglichst effizient durch diesen ganzen Prozess komme und mich eben von der Spitze des Eisberges runter bewegen kann. Das Ganze geht dann in eine laufende Kontrolle und ein Reporting. Es gibt natürlich am Ende dieses ganzen Prozesses einen BAFA-Report, den man auch abgeben muss und auch auf der eigenen Webseite veröffentlichen sollte. Und man möchte das natürlich auch kontrollieren. Das heißt, wirken die Maßnahmen, die ich hier gesetzt habe, muss ich vielleicht noch irgendwo tweaken? Reagiert mein Lieferant auf diese Bereiche oder muss ich vielleicht bei den Maßnahmen in den Eskalationsstufen einen Schritt nach oben gehen? Das sind alles so Teilbereiche, die man sich dann auch anschaut. Wichtig ist, dass wir versuchen, mit Prewave hier eine effiziente Unterstützung zu geben, um sehr bildlich auch darstellen zu können, wer sind meine risikobehaftetsten Lieferanten, um wen muss ich mich aktiv kümmern und einen Kontrollmechanismus zu haben und zu schauen, okay, welche Maßnahmen wirken wie. Gerne die nächste Slide. Genau. Das Ganze funktioniert allumfänglich und ist ein laufender Prozess. Das heißt, beim LKSG, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein speziellerer Fall, LKSG verlangt eigentlich, dass ich mir ein bisschen mehr als nur die wesentlichen Lieferanten anschaue. Was heißt das? Welche Lieferanten kommen da auch ins Spiel? Da kommen auch Lieferanten ins Spiel, die vielleicht keinen direkten Bezug zu meiner Produktion haben. Auch der Blumenladen ums Eck. Zudem sollte ich in irgendeiner Form einen Score, eine Bewertung oder dergleichen haben. Das ist das, was BAFA gerne sehen möchte. Und deswegen bieten wir in Prewave auch die Möglichkeit an, diesen allerersten Schritt, diese abstrakte Risikoanalyse, wie die BAFA-Handreichung es auch sagt, mit allen Lieferanten zu machen. Das heißt, ich schaue mir an, was für ein Länderrisiko haben meine Lieferanten und welches Branchenrisiko, also Industrierisiko, habe ich bei den Lieferanten. Und dann kann ich in den zweiten Schritt gehen, das ist der 360-Grad-Risk-Score, so nennen wir das. In der BAFA-Handreichung würde jetzt stehen die konkrete Risikoanalyse, wo wir dann die wesentlichen Lieferanten nehmen und hier den zweiten Analyseschritt machen. Der besteht aus einem laufenden Monitoring. Das heißt, wir überwachen den Lieferanten ab diesem Zeitpunkt 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf Basis von öffentlichen Ereignissen. Das heißt, wir ziehen hier Informationen zu Rande, die in öffentlichen Bereichen zu finden sind. Das heißt, ich habe hier Informationen aus Social-Media-Bereichen, aus Newspaper-Daten, aber auch aus stationären Informationen, wie zum Beispiel ILO-Daten, UNO-Daten und dergleichen, die wir jetzt hier zur Rande ziehen. Bereichern dann einfach diesen Score und wir gehen sogar einen Schritt weiter zurück. Das heißt, wir schauen uns auch die Geschichte des Lieferanten selber an. Das heißt, wir gehen 2, 5, 10 Jahre zurück in der Geschichte und schauen uns an, was gibt es denn schon für Informationen, die ich diesem Score hinzufügen kann. Das heißt, ich habe im ersten Schritt, schaue ich mir Land und Branche an, die abstrakte Risikoanalyse und im zweiten Schritt habe ich die konkrete Analyse, wo ich dann nochmal explizit auf diesen Lieferanten gehe. Ich habe dann wahnsinnig viele Informationen, die von unserer künstlichen Intelligenz, von unserer KI zusammengetragen wird und gefiltert wird. Das ist ganz wichtig, weil es gibt aber Millionen von Informationen und ich möchte als User quasi nur mehr die wesentlichen Informationen herausgefiltert bekommen haben und natürlich dazu eine Datenquelle haben.
und habe dann eben im dritten Schritt, also in einem Lieferanten mit erhöhtem Risiko, eben wieder diese Spitze des Eisberges, wo ich einfach sehe, okay, welche meiner Lieferanten haben die meisten Verstöße, haben die meisten Probleme, wo muss ich mich wie drum kümmern. Und nach dieser gesamten Analyse, die vollautomatisch funktioniert, ohne dass der Lieferant in irgendeiner Form auch nur einen Beitrag geleistet hat zu diesem Zeitpunkt, komme ich auch schon in die Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Und da ist eben der Punkt, wo auch wir die Zusammenarbeit mit dem Stefan auch haben, wo es dann um diese Maßnahmen geht, welche Maßnahmen kann ich hier einsetzen, wie kann ich damit arbeiten und wie kann ich das Ganze dann auch kontrollieren und fürs Reporting natürlich dann auch aufbereiten. Gut. Genau, wie schaut das dann auch aus, so im praktischen Bereich, wie schauen diese Alerts, diese Benachrichtigungen aus? Wir haben hier zum Beispiel ein paar Beispiele von verschiedenen Alerts, von verschiedenen Benachrichtigungen, dass hier etwas passiert ist, sei es im Environmental-Bereich, also im Umweltbereich oder auch im Health- and Safety-Bereich. Dieser Alert kommt in den Pre-Web rein, wird klassifiziert, das heißt, je nachdem, was für ein Schweregrad das ist, wird das klassifiziert. Und dem User auch aufbereitet. Das heißt, ich sehe hier, um was handelt es sich, welche meiner Lieferanten betrifft es, habe ich eine Datenquelle hier und kann quasi aus Preview heraus schon eine erste Maßnahme starten, indem ich den Lieferanten direkt anspreche und sage, du, ich habe hier etwas bekommen, ich weiß, ich habe ein Wissen darüber, dass es bei dir Probleme gibt, bitte beantworte mir zum Beispiel mal einen Fragebogen, gib mir mal ein Statement, schick mir mal deine ISO-Zertifizierungen. So schauen Alerts aus, die kommen auch per E-Mail rein, die kann man sich aber auch in Preview direkt anschauen. Und wir versuchen hier so möglichst effizient wie möglich zu arbeiten, auch für unsere Lieferanten per se. Eine weiter? Genau. In Preview selber arbeiten wir mit zwei Arten von Profilen. Das eine sind Company-Profil, das heißt, wir geben Informationen, wie steht die Firma allgemein auch da. Und dann gibt es noch Informationen direkt zum Standort selber, wo ich meine Ware oder meine Dienstleistung beziehe. Das sind dann die Factory-Profile. Diese Profile sind, so wie man sieht, sehr umfangreich. Das heißt, ich sehe, seit wann ist ein Lieferant bei uns im Monitoring? Welche Informationen kann ich hier auch schon rauslesen? Welchen Fokus habe ich hier auch schon gesetzt? Und wie steht das Scoring auch da vom Lieferanten? Das Scoring geht bei uns von 0 besonders schlecht bis 100 besonders gut. Bei diesem Beispiel hier hat der Lieferant 51 Punkte. Das ist mittelgut, sage ich jetzt einmal. Aber was wir hier auch sehen können, ist unten nochmal die Leiste, aus welchen Bereichen sich ein Scoring herauskristallisiert und wie historisch so etwas gewachsen ist. Das heißt, ich sehe vor 2 Jahren, wie war der Score, was ist dazwischen auch passiert und wie schaut der Score jetzt aus? Erholt sich ein Score wieder? Das heißt, ein Lieferant kann auch mit dem Score wieder nach oben rutschen, wenn er sich auch einfach nichts zu Schulden hat kommen lassen oder bestimmte Zertifizierungen und dergleichen auch abliefert. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, sich die einzelnen Sachen, die einzelnen Profile auch anzuschauen. Aber noch viel wichtiger ist es, die Summe des Ganzen sich anzuschauen. Das heißt, wir haben hier die Risikomatrix, wo alle Lieferanten nochmal projiziert werden. Das heißt, auf der X-Achse sehe ich dann, wie risikobehaftet sind unsere Lieferanten. Und auf der Y-Achse kommt nochmal das Thema Spend-Daten. Das heißt, wie viel Umsatz lasse ich da beim Lieferanten hinzu und kann so den Einflussfaktor und die Kritikalität eines Lieferanten bemessen. Habe ich einen Lieferanten, bei dem ich vielleicht einmal im Jahr Handschuhe kaufe, der aber wahnsinnig viele Menschenrechtsverletzungen hat, da werde ich mit den Maßnahmen vielleicht nicht unbedingt zu einem Audit schreiten, aber ich kann auf jeden Fall einmal nachfragen, was ist da los und vielleicht auch mal einen Fragebogen schicken. Habe ich im Gegenzug einen Lieferanten, der im dunkelroten Bereich ist, also im oberen rechten Bereich der Matrix, dann ist es ein Lieferant, der ein hohes Risiko aufweist und ich zusätzlich aber auch noch einen Einfluss habe. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo das BAFA auch immer mit Nachdruck sagt, dort, wo ich Einfluss habe, soll ich Einfluss nehmen. Das heißt, hier werde ich mit den leichteren Maßnahmen starten und dann vielleicht auch das Ganze eskalieren lassen bis zu einem Audit oder im Zweifelsfall auch bis zu einem Offboarding. Genau, und da sind wir dann eben bei den Maßnahmen. Diese Eskalationsstufen können wir in Preview plakativ auch wirklich darstellen. Das heißt, ich sehe zu jedem Zeitpunkt, das kann ich jederzeit machen, spätestens einmal im Jahr sollte man das machen, wo bin ich, bei welchen Eskalationsstufen bin ich, was war die letzte Aktion, die ich gesetzt habe, welche meiner Kollegen war dafür verantwortlich, welche Aktion ist jetzt gerade gefragt
Und in welchen Bereichen muss ich aktiv werden? Es gibt natürlich zwei Arten von Maßnahmen, die ich hier setzen kann. Präventive Maßnahmen und Abhilfemaßnahmen. Präventive Maßnahmen sind einfach, dass ich aus einem bestimmten Länderscore zum Beispiel schon herausfiltern kann, dass es in diesem Land vielleicht eher zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Dann werde ich da eher mal eine präventive Maßnahme einleiten, wie zum Beispiel ein Zertifikat einleiten oder einen Fragebogen ausschicken. Und Abhilfemaßnahmen sind halt wirklich dafür gedacht, dass wenn etwas passiert, dass ich hier auch Abhilfe schaffen kann und versuche, das Risiko wieder zu minimieren. Nächste? Ja, und das war eigentlich auch schon das Ende und das Gesamtheitliche. Aber jetzt hat die Nina noch, glaube ich, ein paar Fragen für uns. Genau, Moment, jetzt muss ich hier erst noch den Share stoppen. Und genau, dann haben wir natürlich auch Fragen aus unserem Q&A. Erstmal vielen herzlichen Dank, Stefan. Vielen Dank, Miriam, für den Input. Und eine anonyme Frage tatsächlich, die aus zwei Teilen sogar besteht. Für so einen anonymen Health-Check, welche Kosten fallen da grob bei einem Unternehmen an? Ja, der Health-Check ist niederschwellig. Also wir haben jetzt da nicht sehr großes Budget, was wir dafür benötigen. Und ich sage jetzt, in der Regel setzen wir ungefähr 3 Tage ein, um das durchzuführen. Das heißt, wir fragen zum Beispiel Prozessdokumente im Vorfeld ab, könnte ich schon mal anschauen. Dann sind wir einen Tag vor Ort, vielleicht 1,5 Tage vor Ort und gehen die Themen durch. Und wie gesagt, so einen halben Tag ist wirklich sorgfaltspflichtend durchzubesprechen, wo steht das Unternehmen. Dann sicherlich einen halben Tag nur, wie sollen Risikoanalysen gemacht werden, was ist erforderlich, welche Lösungsansätze gibt, vielleicht auch noch ein Deep Dive mit Prewave, wenn wir das umsetzen können. Und was auch einen dritten Halbtag, wo wir die Maßnahmen nochmals konkretisieren und sagen, was sind jetzt die Themen und den Bericht machen. Wenn es gewünscht ist, auch ein Ausblick auf Nachhaltigkeitsthemen, längerfristige Aspekte, ne? Je nachdem, wie hoch das Ambitionierungsniveau ist in dieser Hinsicht. Okay, danke schön. Und die zweite Frage kann tatsächlich ich beantworten. Teilen Sie die Präsentation im Nachhinein? Ja, die Präsentation wird im Nachhinein geteilt. Dann noch eine Frage, die gerade jetzt reingekommen ist, auch wieder anonym. Ich interessiere mich konkret für Ihre Lösung bezüglich Tier-N-Transparenz und habe dazu noch ein paar Fragen. Genau, vielleicht können wir uns im Nachgang austauschen. Das geht, denke ich, eher an Miriam. Ja, sehr gerne. Meine Kontaktdaten waren eh noch drin. Die werden auch in den Dokumenten auch nochmal mitgeschickt. Bitte gerne einfach schreiben, anrufen, machen wir uns was aus. Alles klar. Gut, wenn es sonst noch Fragen gibt, bitte in die Q&A, in die Q&A-Funktion einfach nutzen. Die ist jetzt noch ein bisschen verwaist. Nicht schüchtern sein, bitte gerne nutzen. Zwischendrin wären da noch ein paar Fragen, die ich hier auch habe. Vielleicht nochmal, Stefan, zur Umsetzung vom LKSG. Was wären denn da so die typischen Stolpersteine, die es da auf dem Weg so gibt? Ja, es gibt Themen, die einfacher sind, zum Beispiel organisatorisch, dass man einen Beauftragten mal definiert, überlegt, wer ist das, man muss aber auch tatsächlich Zeit dafür einsetzen können, man muss auch erklären, wie oft soll er berichten, wann wird das genau gemacht. Also solche Themen sind eher einfacher. Andere Themen, manchmal wirklich die Prozessdokumente durchgehen und wie weit werden so beispielsweise Umweltkriterien, Menschenrechtskriterien, wie weit werden die berücksichtigt? Gibt es eine ganzheitliche Lieferantenbewertung oder hat die nur auf zum Beispiel On-Time-Delivery und Qualität reduziert oder wurden da wirklich die verschiedenen Aspekte bereits berücksichtigt? Und da ist teilweise ein Fleißarbeit und da kann man ein bisschen Best Practice reinbringen. Und dann die größeren Themen sind tatsächlich Risikoanalysen. Ne? Wenn es ein Unternehmen sagt, ja, ich schaue mal 50 Lieferanten an mit sehr viel Aufwand, manuell das macht und hat einfach mal 50 mehr oder weniger beliebig ausgewählte Lieferanten analysiert, ist das natürlich nicht hinreichend. Ne? Man müsste viel systematischer, mit viel weniger Aufwand, um wirklich die Lieferanten, die relevant sind und wesentlich sind, herauszufiltern. Ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung, das zu machen. Okay, danke schön. Jetzt vielleicht noch eine Frage für euch beide, wo ihr beide vielleicht auch nochmal was dazu sagen könnt.
Jetzt haben wir natürlich auch heute ein Webinar, das sich vor allem an mittelständische Unternehmen richtet. Gerade solche Unternehmen denken sich vielleicht, okay, ich kann, das ist jetzt alles schön und gut, aber ich kann das ja auch alles mit einem Spreadsheet machen und ein paar Fragebögen rausschicken an meine Lieferanten. Inwiefern seht ihr die Notwendigkeit einfach für eine Plattform, auch für mittelständische Unternehmen? Ja, vielleicht kann ich da ganz kurz, also wir haben uns, die Frage kommt immer öfters, ja, also die Frage kam ja öfters, kann ich das nicht selber machen, kann ich das nicht händisch machen? Das birgt natürlich immer ein paar Blindspots, sage ich jetzt mal, weil ich kann quasi nur unter der Woche etwas messen und nachfragen und ein Lieferantenfragebogen ist auch immer nur so gut, wie er beantwortet wird. Also wenn ich einen Lieferantenfragebogen ausschicke, kriege ich ihn in der Regel nicht immer sofort zurück. Und wenn ich Informationen habe, dass oder wenn etwas passiert beim Lieferanten, wird in der Regel auch gewartet mit diesem Fragebogen, bis es wieder okay ist, bis alles wieder gut ist. Also ein Fragebogen ist immer nur so gut, wie er beantwortet wird und hat so seine Tücken auch mit der zeitlichen Diskrepanz. Eine Software hat natürlich einen Ansatz, dass sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche rennt und alle möglichen Daten abfasst. Also was ich vielleicht vorhin noch ein bisschen ausgelassen habe, ist, dass unsere KI, die natürlich Millionen von Daten tagtäglich erfasst, das alles in über 50 Sprachen und Dialekte macht. Das heißt, wir haben hier auch einen wahnsinnigen Vorteil, der menschlich nicht mehr abdeckbar ist. Von den Kosten her ist man auch vom Zeitaufwand her und dergleichen, ja, kommt man gar nicht drum her. So viele Leute kann ich gar nicht einstellen, um äquivalent eine Abdeckung zu gewährleisten. Also das jetzt aus unserer Sicht von der Software her, dass es durchaus einen anderen Ansatz ist, hier zu filtern und flächendeckend zu arbeiten. Wie siehst du das, Stefan? Ja, genau. Vielen Dank, Miriam. Vielleicht nur schon bei den Fragebögen. Welche Fragebögen muss ich haben? Wie muss ich sie formulieren, dass sie geschickt sind? Die kann man natürlich selber entwerfen. Ja, muss ich da schlau machen in den gesetzlichen Anforderungen. Wenn man über eine Plattform arbeitet, dann haben wir natürlich standardisierte Fragebögen. Dann sagt man, wo ist welche relevant? Ja, die weitere Herausforderung ist, wenn man so eine Abstraktanalyse macht, gibt es Länderrankings. Also die Frage, welches nehme ich, stelle ich das selber auf oder gehe ich da auf einen Anbieter, der halt diese Rankings eigentlich schon vorbereitet hat, um ganz schnell die Lieferanten zu screenen, sagen, relevante Land, relevante Branche, oder? Also zwei Hauptmerkmale. Das ist natürlich wesentlich effizienter und man muss das Rad nicht nochmals neu erfinden. Ne? Man kann den Prozess definieren und entsprechend darauf zurückgreifen. Dann ist ja auch die Frage, die Auswertung, oder? Man fragt, ob irgendein Ausstieg muss man auswerten. Ja, das machen wir halt wirklich eleganter über ein Tool. Da können wir natürlich auch einen Questionnaire Monkey nutzen, aber wenn man das entsprechend dann schon im Format hat, was man auch einreichen kann und den Anforderungen spricht. Und LKSG ist jetzt eine Anforderung, da gibt es noch viele andere Anforderungen, die beim Reporting auf uns zukommen. Da kann man natürlich sowas viel besser nutzen. Also das ist sicher eleganter, wenn man so eine offene Bestandslösung zurückgreift, die das sehr schlank automatisiert macht. Und das, was auch Miriam gesagt hat, das laufende Monitoring, oder? Ich muss ja das jetzt nicht nur einmal machen, weil das LKSG schreibt vor, dass man das jährlich macht. Also man muss jährlich so eine Risikoanalyse machen, nicht einmal. Ja, da muss ich jedes Jahr, habe ich das neu, der Aufwand, das natürlich, das ist sehr, sehr aufwendig. Der zweite Aspekt, auch die laufende Risikobeurteilung. Das ist natürlich gut, wenn praktisch so ein Tool im Internet schaut, was poppt auf zu den einzelnen Unternehmen und dann praktische Alerts auf Tages- oder Wochenbasis zusammenstellt. Das ist sicherlich auch ein Fortschritt. Kann man entsprechend sehr schnell reagieren. Das schafft man einfach manuell nicht in der Form. Da ist es wichtig, die Augen und Ohren sehr nah beim Lieferanten zu haben, Lieferanten auch zu besuchen, ist Teil vom Risikomanagement. Aber teilweise haben wir eine globale Lieferantenbasis und deshalb ist natürlich so ein Tool schon wesentlich effizienter. Alles klar. Und weil du jetzt gerade schon erwähnt hast, dass natürlich das LKSG nicht das Einzige ist, was da in der Zukunft noch auf die Unternehmen zukommt, da ist auch gleich noch, oder da würde auch gleich noch eine Frage anknüpfen, die wir jetzt noch reinbekommen haben. Der Gesundheitscheck, wäre das auch für andere
andere Gesetze, wie jetzt auch EU-CSDD nützlich? Ist ja auf jeden Fall denkbar. Ehrlich gesagt sind wir aktuell sehr, sehr stark auf KSG ausgerichtet und kennen da die verschiedensten Fesselungen und Best Practice. Insofern sind wir ein bisschen fokussiert und haben auch sehr große Nachfrage für solche Checks. Okay. Und noch eine Frage, die gerade reinkam. Miriam, jetzt an dich. Unterstützt Prewave beim Versenden von Fragebögen? Ja, klar. Also wir haben in Prewave vorgefertigte Fragebögen, die auch mit der Kanzlei Taylor Wessing auch abgestimmt sind. Da geht es wirklich um den Umweltbereich und die Menschenrechtsrisiken, dass die auch abgedeckt sind und auch Zertifikate auch gleich abgefragt werden. Neben dem, dass wir auch einen Prewave-Marktplatz zur Verfügung haben, wo wir zusätzliche Maßnahmen, erweiterte Fragebögen von Partnern und dergleichen ebenfalls im Scope mit drin haben. Also das kann man sich dann auch nochmal erweitern. Und man könnte sich theoretisch auch eigene Fragebögen in Prewave zusammenstellen und diese dann auch mittracken. Also wir können ja in Prewave auch tracken, ist ein Fragebogen beantwortet, wie wurde ein Fragebogen beantwortet, und oder ist er gerade in Arbeit oder ist er vielleicht gar nicht angekommen? Also solche Sachen kann man auf jeden Fall in Prewave ganz normal mitnehmen. Okay, und dann gleich noch hinterher, wie kann man denn Prewave im Zusammenhang auch mit den Maßnahmen nutzen? Also wir haben den Aktionsplan in Prewave, der mit einer Partnerfirma, mit Consultingfirma, wie zum Beispiel mit Stefan, erstellt werden kann, wo man dann sagt, okay, welche Maßnahmen habe ich dann und welche Maßnahmen möchte ich dann einleiten? Wir sind als IT-Unternehmen wirklich ein Dienstleister, was Informationen betrifft. Das heißt, wir bereiten Informationen auf. Wir führen jetzt keine Audits durch oder Schulungen durch oder dergleichen, aber wir haben Partner, die das machen. Und wir haben diese Partner in Verknüpfung auch mit Prewave. Das heißt, während dem Maßnahmenplan kann ich auch auf diese Sachen zurückgreifen. Ich kann natürlich sagen, okay, sobald ich ein Audit machen möchte, möchte ich, dass die Information zu einem Kollegen von mir geht, der unseren allherigen Partner beauftragt, das zu machen. Ich kann aber auch sagen, gut, ich habe niemanden, der für mich Audits macht oder Schulungen macht oder dergleichen. Ich möchte einen Partner, wie zum Beispiel Klöpfel, oder ich möchte einen Partner mit TÜV oder dergleichen beauftragen, hier eine gewisse Maßnahme zu setzen und zu machen und diese Informationen auch wieder in das Scoring mit einfließen zu lassen. Also es ist wirklich vollumfänglich und ich kann hier alle Schritte in Prewave und alle Maßnahmenschritte in Prewave auch mittracken und einfließen lassen. Sehr gut, vielen Dank. Und dann noch zwei kurze Fragen, die sich vielleicht eine an Stefan, eine an Miriam. Grundsätzlich jetzt auch nochmal zum Thema Mittelstand. Wie sieht es denn aus für Unternehmen? Das LKSG gilt ja jetzt erstmal für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern, nächstes Jahr dann Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern. Wieso bereiten sich jetzt aus eurer Erfahrung auch kleinere Unternehmen auf das LKSG vor, auch wenn sie noch gar nicht drunter fallen? Und Miriam, für dich, gibt es dann in die Richtung auch bei Prewave fixe Best-Practice-Pakete? Ja, vielleicht, Nina, wenn ich zum ersten Teil der Frage Antwort geben kann. Grundsätzlich müssen ja die Unternehmen, die jetzt einen Bericht erstellen, darlegen, dass sie die Lieferkette angeschaut haben, ihre unmittelbaren Lieferanten auch entsprechend mal überprüft haben, ob sie diese Anforderungen erfüllen. Und die unmittelbaren Lieferanten sind ja in der Regel mittelständische Unternehmen, die auch wesentlich kleiner sind als 3.000 oder 1.000 Mitarbeiter. Und dann muss das Unternehmen eine eigene Erklärung unterschreiben, dass sie alles bei sich selber und bei ihren Lieferanten gemacht haben. Wenn sie da nichts gemacht haben, würde ich so eine eigene Erklärung halt nicht unterschreiben. Das heißt, indirekt sind potenziell alle Unternehmen auch betroffen und müssen sich entsprechend ausrichten. Dann kommt es natürlich auch, wir haben auch Klienten, die sind proaktiv unterwegs und sagen, wir wollen jetzt nicht nur minimal erfüllen, sondern wir wollen sogar einen Wettbewerbsvorteil haben. Wir haben Kunden von der Schweiz in Deutschland, Handelskunden, und die legen großen Wert drauf und da können wir uns super positionieren. Die wollen da ganz vorne mit dabei sein. Ne? Und das ist natürlich perfekt. Und wenn dann vielleicht mal ein Audit kommt und nachfragt, haben sie die Unterlagen, sind voll vorbereitet. Also die intrinsische Motivation spielt eine Rolle, Wettbewerbsvorteile und dann halt latente Betroffenheit in der Lieferkette. Das sind, glaube ich, die drei wichtigsten Punkte.
Ja, das kann ich auch nur so genauso unterstützen. Aus der praktischen Sicht, also wir haben Kunden natürlich, die 3000 und plus Mitarbeiter haben und mittlerweile auch Kunden, die 1000 plus Mitarbeiter haben und sich schon für 2024 vorbereiten. Und wir haben aber durchaus in der Schweiz oder in Österreich und natürlich auch in Deutschland auch Kunden, also Unternehmen als Kunden, die wesentlich weniger Mitarbeiter haben, weil sie einfach indirekt betroffen sind. Und so wie es der Stefan einfach gesagt hat, habe ich einen Kunden, der vom Lieferkettengesetz direkt betroffen ist, dann wird er vermutlich auch das von mir verlangen, weil er muss quasi gewährleisten, dass seine Lieferanten im Spektrum sind und alles tun, was sie tun können. Und deswegen werde ich indirekt da auch betroffen sein. Also wir haben da sehr viele Kunden, die einen sehr starken Druck quasi von oben von den Kunden hier auch bekommen. Wir haben aber natürlich auch Kunden, die einen persönlichen Bezug dazu haben. Also Kercher zum Beispiel oder dergleichen, die das Thema Nachhaltigkeit ja auf die Fahne schreiben. Also es gibt ja Unternehmen, die einfach sagen, wir stehen dafür, wir haben das in unserer Unternehmenskultur und wir wollen das nach außen hin tragen, neben dem, dass das LKSG eigentlich die perfekte Vorlage ist, perfekt vorzubereiten, also sich vorzubereiten für das europäische Gesetz. Also das europäische Gesetz wird nicht leichter werden als das LKSG, sondern wird zum Beispiel die TN-Struktur, also die Lieferanten als Lieferantenstruktur nach unten gehen. Und irgendwann sollte man sich vorbereiten und vielleicht nicht ganz, wenn die Keule schon umschwingen ist. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn es noch aus dem Zuschauerbereich Fragen gibt, bitte ins Q&A. Da geben wir vielleicht noch mal eine Minute oder zwei und dann schauen wir weiter. Was ich noch kurz fragen wollte, Stefan, eine generelle Frage, die organisatorischen Vorbereitungen auch ein bisschen Richtung LKSG. Was sind denn da oft die, was fehlt denn da öfter mal bei diesen Vorbereitungen? Und Miriam, wenn du da auch vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen möchtest, aus deiner Erfahrung raus. Ja. Aber auch Risikomanagement, oder? Es gibt teilweise natürlich eine falsche Vorstellung. Man denkt, man muss jetzt etwas ganz Neues aus dem Boden stampfen. Dabei geht es darum, das bestehende Risikomanagement, was die meisten Unternehmen eigentlich schon haben sollten, wenn sie zum Beispiel ISO-zertifiziert sind oder andere Zertifizierung haben, dass sie das punktuell ergänzen. Oder? Das ist ganz wichtig, also das Verständnis, was ist genau gefordert. Klar, viele Unternehmen haben natürlich auch ein bisschen Herausforderung, was ist überhaupt Risikomanagement, was heißt das? Ist das ein spezieller Prozess? Wie ist das Modell, Definition? Wie kann ich das integrieren? Und da ist halt das Schlagwort risikobasiertes Denken und Handeln. Man muss es integrieren in die einzelnen Prozesse. Ja, wenn ich einen Lieferanten auswähle, muss ich halt neben den Chancen auch die Risiken anschauen. Und wenn es jetzt Nachhaltigkeitsrisiken gibt, dann muss ich natürlich die Nachhaltigkeitsrisiken auch überprüfen. Oder? Und dann kann man natürlich jeden neuen Lieferanten auch kurz bewerten, wenn man über eine Plattform arbeitet, dann schauen und sagt, im Prozess ist das dann eine Voraussetzung oder Anforderung. Ja, das nochmals ein Beispiel. Es hat halt sehr viel ein bisschen Unverständnis. Was muss ich jetzt genau machen? Ja, wie kann ich das schlank umsetzen? Ja, vielleicht noch kurz aus der Preview, der praktischen Sicht, was ich oft merke, ist, dass auch der zeitliche Faktor auch unterschätzt wird. Also ich habe doch den einen oder anderen, die sich Monate, wenn nicht Jahre schon vorher erkundigen wollen und sich da Zeit lassen und sagen, okay, ich warte ab, was passiert. Und wenn es dann brennt, dann muss alles sofort passieren. Und da muss man einfach mit auch ein bisschen klarstellen, dass ein gewisser Prozess auch Zeit braucht, also bis das System startklar ist oder bis Maßnahmen definiert sind, bis da die Unterstützung zugeschnitten ist auf den einzelnen Kunden. Und da anzunehmen, dass alles von heute auf morgen dann passiert, ist ein bisschen utopisch, sondern man muss da auch wirklich sagen, okay, ich nehme da wirklich 3 bis 6 Monate, bevor es dann schlagkräftig wird für mich, nehme ich mir die Zeit für ein Onboarding, für eine Schulung, um mit dem Stefan auch zu reden, welche Maßnahmen hier gesetzt werden müssen, wo ich wie das Thema auch angehe, damit ich auch wirklich compliant bin, weil am Ende des Tages liegt die Verantwortung wirklich bei mir und ich habe dann die Mittel, die mich da unterstützen, aber die Verantwortung liegt bei mir. Okay, vielen Dank. Dann ist noch über das Q&A gerade noch was reingekommen. Miriam, für dich, wie sieht denn das Kostenmodell bei PUF aus? Also wie setzt sich das zusammen? Kostenmodell ist relativ simpel bezüglich der Anzahl der Lieferanten. Das heißt, wir müssen wissen, wann soll gestartet werden und wie viele Lieferanten kommen in den Scope.
sind das alle Lieferanten oder sind das nur die wesentlichen Lieferanten? Und dann können wir auch schon mit dem ersten Gespräch starten, in welchem Kostenumfang wir uns da bewegen. Wunderbar. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, Stefan, und auch bei dir, Miriam, bedanken für euren tollen Input und für immer, wie immer, die wundervolle Expertise. Bei weiteren Fragen können Sie sich natürlich, denke ich, gerne auch an Miriam und Stefan wenden. War ja auf dem letzten Slide jetzt auch die Kontaktdaten. Ansonsten auch an die Zuschauer nochmal und Zuhörer hier vielen herzlichen Dank, dass Sie ein bisschen Zeit mit uns jetzt verbracht haben heute Nachmittag. Ich hoffe, es hat Ihnen viel weitergeholfen und hilft Ihnen jetzt auch in Ihrer täglichen Arbeit weiter. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem der nächsten Pre-Wave-Webinare auch sehen. Gerne auf unserer Website nachgucken, was da denn noch alles kommt. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank alle zusammen. Schönen Nachmittag noch. Schönen Nachmittag. Vielen Dank. Wiederhören. Wiedersehen. Wiedersehen.